Ich habe jetzt die Fersen schon gestrickt. Jetzt guckt euch bitte dieses tolle Muster an. Ich kann jetzt gar nicht so, wie ich will, hantieren hier, weil mir sonst die Maschen von den Nadeln runterrutschen. Ich versuche es mal jetzt so zu zeigen. Denke mal, da sieht man ganz gut, was ich hier gemacht habe. Hier oben auch. Also, ich habe Farbe auf Farbe gestrickt, wie man hier schön sehen kann. Und das meinte ich mit vier Runden die gleiche Farbe, dann wechseln. Den Verlaufsfaden auf die Unifarbe stricken. Vier Runden. Dann kommt wieder die Unifarbe auf den Verlaufsfaden. Ja. Und nun teile ich mir die Farben wieder ein. Nadel zu Nadel, Faden zu Socke. Ja, so ist das eben, ne? Fadenspannung herstellen. Und mit was habe ich da geendet? Ah ja. Mit einem Verlaufsfaden. Faden. Fange ich hier mit dem Verlaufsfaden wieder an. Dann den Unifarben, Faden, Unifarbenen Faden. Immer vier Maschen halt eben, ne? Eins, zwei, drei, vier. Bleibt auch wieder eine über. Macht nichts. So. Die Fäden werden gewechselt. Hier mal kurz alles so ein bisschen auseinander friemeln. Und mit dem Verlaufsfaden fangen wir wieder an, vier Maschen. Dann der unifarbene Faden, vier Maschen und wieder zum Verlaufsfaden wechseln, vier Maschen. Wieder Uni.
So. Das über 4 Runden und dann wird wieder gewechselt. Habe es euch ja eben schon gezeigt. Dann wird hier auf diese Uni, auf den unifarbenen Faden wird dann der Verlaufsfaden gestrickt. Auch 4 Runden und dann wird wieder der unifarbene Faden auf den verlaufsfarbenen Faden 4 Runden gestrickt. Immer so im Wechsel. Okay, ich melde mich dann wieder. Ich mache es jetzt über, also 10 cm hoch. Ich melde mich dann wieder, wenn es ein Tagefoto gibt, weil alles andere kennt ihr bereits. Bis dann!